Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier Dell Landstiffer natürlich mal wieder und unser Eskesturm hat im ersten Pflichtspiel der Saison 2019-2020 einen souveränen 4:1 Auswärtssieg beim USK Arnif aus der Regionalliga eingefahren und ja, zieht damit eben auch souverän in die nächste Runde des ÖFB Cups ein. Natürlich gibt es auch noch einen weiteren wichtigen Aspekt des letzten Tages eigentlich. Denn, wer hätte es gedacht, Christoph Leitgeb ist wieder zurück. Der wechselt nach 12 Jahren im Red Bull-Imperium zurück an die Mur und unterschreibt einen Einjahresvertrag. Also der 34-jährige zentrale Mittelfeldspieler, damit er wieder back to the roots, kann man sagen, ist ja aus der Sturmjugend damals zu Salzburg gewechselt, also nicht aus der Sturmjugend direkt, zunächst schon in der Kampfmannschaft bei uns, sehr auffällig gewesen und dann eben ja, nach Salzburg übersiedelt. Zu dem Zeitpunkt war ja das Red Bull-Projekt noch verhältnismäßig jung in der österreichischen Bundesliga. Aber konzentrieren wir uns erstmal noch auf das Cup-Duell gegen Arnif. Da finde ich ganz ehrlich, das Ganze war überzeugend. Für mich, klar, es war nur ein Drittligist, der Gegner war aber trotzdem Sturm. So im Cup gegen einen Unterligisten habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Das war konzentriert von Anfang bis Ende. Ich will das Ganze auch nicht zu hoch sterilisieren, aber ich bin einfach da wirklich zufrieden damit, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und ich glaube, das kann man an der Stelle auch sagen. Abgesehen von der Chancenverwertung, die teilweise katastrophal war, trotz 4 Tore am Ende, war es ein beherzter Auftritt der Blackies. Man hat immer versucht, Tempo zu machen, man hat immer genau gleich den Weg Richtung Tor gesucht, man hat relativ hoch verteidigt, also wirklich mal modernes Verteidigen, so wie man sich das vorstellt, auf den Gegner draufgegangen, den nicht zum Spiel kommen lassen und dazu noch sehr viel Ballbesitz, aber wie gesagt, alles mit Vorsicht natürlich zu genießen, weil der Gegner eben trotzdem nur ein Drittligist unter Anführungszeichen gewesen ist. Trotzdem, Sturm beginnt gleich mal sehr, sehr gut. Die ersten Minuten gleich mal Druck aufs Tor erzeugt und man wurde auch früh belohnt in Minute 7 durch das 1:0 von Philipp Rosina. Jakob Janscher, der sowieso eine sehr, sehr starke Partie gemacht hat, tankt sich durch über links mit der Hereingabe. Der Goalie von Arni fischt da so ein bisschen und Rosina muss nur mehr einköpfen und trifft zum frühen 1:0 für die Blackies. Danach weiterhin nur der SK Sturm und ich kann die Chancen ehrlich gesagt gar nicht alle in der Phase aufzählen, denn das war locker, glaube ich, ein halbes Dutzend. Gefühlt zumindest, was unsere Blackies da an Chancen auch leider liegen gelassen haben. Da war zum Beispiel ein Aluminiumtreffer von Dominguez dabei, ein Schuss von Lubitsch, der knapp daneben geht und, also alles Mögliche. Rosina trifft dann, glaube ich, auch noch Aluminium. Also da gab es wirklich Chancen en masse für die Blackies. Man hat leider sehr viele Möglichkeiten leichtfertig vergeben. Allein Rosina hätte im ersten Durchgang locker 2-3 Tore allein schon machen können. Das 2:0 für die Blackies fällt aber dann doch nach einer knappen halben Stunde. Wieder ist es Jakob Janscher, der sich durchtankt über links. Der bringt den Ball dann flach auf Ota Kitaispiel und der verliert den Schlussmann von Arnif und trifft dann souverän ins Eck zum 2:0 für die Blackies. Man möchte meinen, es war die Vorentscheidung an der Stelle, war es aber tatsächlich nicht. Denn Arnif wenige Minuten später kommt dann so aus dem Nichts eigentlich zum Anschlusstreffer und der war gar nicht mal so unsehenswert, muss man auch an der Stelle festhalten. Die Nummer 11 da, der Arnifer, hat ein bisschen zu viel Platz, hat so über halb links mittig, kann man sagen, eben Platz ohne Ende, zieht dann mal ab aus gut 20 Metern so herum und ja, lässt Siebenhandel dann auch keine Chance mit diesem Schuss und trifft eben dann zum Anschlusstreffer, zum viel Umjubelten für die Salzburger. Sturm lässt sich davon aber nicht beirren, hat dann eben gleich darauf wieder Möglichkeiten, eben die genannte Chance von Hosina, wo er nur Aluminium trifft, was ich im Kopf habe, glaube ich, nach dem 1:2, also Sturm hätte die Führung auch locker ausbauen können, aber mit dem 2:1 für unsere Blackies geht's in die Kabine. Im zweiten Durchgang eigentlich unverändertes Bild, Sturm nicht ganz mehr so druckvoll, was jetzt die Torschancen angeht, aber weiterhin sucht man immer wieder den Weg zum Tor. Natürlich bleibt man oft hängen, es gelingt nicht alles, aber man probiert es und man hält den Ball, was ich auch sehr positiv finde, größtenteils auch flach. Also mir wäre da jetzt kaum was aufgefallen, dass man jetzt nur mit hohen Bällen da agiert hat, den Ball blind vorschmeißen, so wie es unter, ohne dass es ein Seitenhieb sein soll, unter Roman Mehlich, unter dem Vorgänger von Elmar Essner der Fall gewesen war. Und ja, Sturm kann aber dann trotzdem im zweiten Durchgang tormäßig noch ein bisschen was draufsetzen nach, ich glaube, einer knappen Stunde, das 3:1 für die Blackies, der Vorlagengeber, natürlich muss man fast schon sagen, Jakob Janscher tankt sich über links wieder mal durch.
ja, spielt den Ball dann schön auf Dominguez auf und der dann auch ins lange Eck und trifft eben zum 1:3 für die Blackies, der Spanier also auch mit seinem, glaube ich, ersten Pflichtspieltor überhaupt für die Schwarz-Weißen. Und Sturm setzt dann auch noch einen drauf in der Schlussphase. Emeka Fraile-Ese, der auch noch eingewechselt wurde, erzielt dann das 4. Tor, nachdem Lubic schön Otar Kitaishvili in Szene setzt. Der hat natürlich ein bisschen mehr Platz, weil Anif da nochmal kommen musste, wenn man da im K.O.-Spiel eine Chance haben will. Und ja, eben Kitaishvili legt nochmal zurück auf Emeka Fraile-Ese und der so im Rutschen trifft dann auch noch zum 4:1 Endstand. Die Blackies ja, souverän in die nächste Runde eingezogen. So kann es gerne weitergehen und ich muss sagen, ich bin nach dem ersten Spiel unter El Maestro da doch positiver gestimmt als davor, muss ich wirklich sagen. Ja, wie gesagt, spielerisch war das ansehnlich, es ist schon eine Linie zu erkennen. Natürlich wird sich erstmal zeigen, wie das Ganze dann gegen, ja, ein Gegner auf Augenhöhe agieren oder aussehen wird, besser gesagt. Wir spielen ja jetzt demnächst gegen den FC Haugesund aus Norwegen, das ist ja jetzt schon fix. Die haben Cliftonville rausgeschmissen in der Europa League Quali, also in der letzten Runde. Und jetzt eben geht es gegen ja, die Norweger, das Hinspiel in Norwegen draußen am 25. und das Rückspiel am 1. August. Also so viel eben zum Thema Sturm gegen Anif und jetzt natürlich noch kurz bisschen näher drauf eingegangen oder wir gehen da bisschen näher drauf ein auf den Transfer von Christoph Leitgeb. Ja, ich persönlich muss sagen, meine erste Reaktion war jetzt nicht die allererfreulichste. Einfach, weil Leitgeb zunächst mal, was mich halt persönlich einfach stört, wirklich eine Red Bull-Legende ist. Der ist der längstdienende Spieler, der bis jetzt bei Salzburg das Trikot mit den Dosen drauf getragen hat. Außerdem hat er in den letzten Jahren nicht viel Spielpraxis, ehrlich gesagt, sammeln können in Salzburg. Also war schon lange kein Stammspieler mehr. Sehr viele Verletzungen, also immer wieder. Also, dass Leitgeb eine Saison verletzungsfrei bleibt, ist nahezu ausgeschlossen. Dazu natürlich eben das hohe Alter, das die Verletzungsanfälligkeit ja dann auch rechtfertigt. Und ja, es ist halt so einer der Transfers, kann natürlich aufgehen, aber ich persönlich bin halt kein Fan davon, wenn man wirklich einen Spieler dann zurückholt, der eigentlich schon damit gebeugelt hat, die Karriere zu beenden. Jetzt hängt er doch ein Jahr noch dran, hat eben einen Jahresvertrag bekommen bei uns. Aber gut, schauen wir mal. Ich wünsche natürlich dem Christoph Leitgeb trotzdem alles Gute. Vielleicht kann er die Kritiker und mich an der Stelle ja auch Lügen strafen und wirklich seine Leistung nochmal rausballern und da wirklich Gas geben. Es wäre natürlich Sturm zu wünschen und natürlich ihm selber, dass er sich auch nochmal beweist, dass er es noch drauf hat, dass er fußballerisch was kann. Das steht außer Frage, aber ja. Trotzdem, ich bin da ehrlich gesagt immer noch relativ skeptisch diesem Transfer gegenüber. Also, ihr schreibt mir, bevor wir das Video beenden, natürlich gern wie immer in die Kommentare, was sagt ihr erstens zur gestrigen Partie zwischen dem USK Anif und unserem SK Sturm, zum 4:1 eben, und was sagt ihr zur Verpflichtung von Christoph Leitgeb? Nachvollziehbar, ist es ein Blödsinn, ist er zu alt, hat er noch genug Qualität, für Sturm reicht es locker noch, also Fragen über Fragen und ich bin da auf eure Meinungen sehr gespannt. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Das Video ein bisschen länger geworden, da seid ihr mir aber sicher nicht böse darüber. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei TheLanceTV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen, weiter so Burschen. Und bis dann. Ciao, ciao.